hatte heute eine richtig bahnbrechende Erkenntnis zum Thema Ernährung. Und zwar, satt ist satt. Wenn man satt ist, ist man satt. Und danach will man nichts anderes mehr essen, weil man ja satt ist. Und da ist das egal, was man sich da reingestopft hat, weil am Ende des Prozesses ist man satt. Und dann ist es egal. Das geht zum Beispiel mit Zigaretten, geht das nicht. Man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt was anderes und dann habe ich dasselbe Gefühl wie nach einer leckeren Zigarette und dann so, sondern man muss eine ungesunde Zigarette rauchen, dann ist diese Befriedigung da, dann durch das Nikotin und so, dann hat man was Ungesundes gemacht. Beim Essen ist es anders. Ist vielleicht eine einfache Erkenntnis, wo man ich brauche ein Beispiel zu deiner Theorie. Du isst 10 Kartoffeln zum Beispiel. Nee, anders. Hier stehen zum Beispiel ganz viele Donuts. Die wurden uns geschenkt von, ich glaube, ProSieben, ne? Ich glaube, es war ProSieben. Die haben uns zur 101. Sendung Late Night Berlin, haben sie uns vegane Donuts geschenkt. So, die sind aber natürlich vegan, klingt dann gleich gesund, ist ja Quatsch, sondern die sind halt, da ist super viel Zucker drauf. Ist halt nur ohne Ei und was, ne? Oder? Aber sonst eben alles, was da drauf gehört, das sind richtig fiese Bomben. Und natürlich kannst du 3 oder 4 davon essen, dann ist Ruhe, dann bist du satt. 3 oder 4? Zum Beispiel, sage ich jetzt nur als Beispiel. Könnte ich auch essen. Wirklich? Ja, könnte ich machen. Mach ich nicht, aber würde gehen. Ich bin dann aber, weil ich so mitgeschnackt wurde irgendwie, bin ich dann in so ein ganz leckeres, gesundes Restaurant, wo es irgendwie Fo und Fu und wie das alles heißt da gibt, hier um die Ecke mit Jakob und Katha und Basti. Und dann habe ich da was Gesundes gegessen und da war ich auch satt. Und da habe ich das erste Mal die Erkenntnis gehabt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwas zu essen. Also vielleicht könnte ich mich jetzt ab jetzt gesund ernähren. Da muss ich einfach nur diese Viertelstunde gesundes Essen, muss ich einfach die Zähne zusammenbeißen, also jetzt im übertragenen Sinne, sonst geht das ja nicht. Und das mir dann reindrücken und dann bin ich satt und dann kann ich das wieder vergessen. Du stehst immer noch auf dem Schlauch, Schmidt. Ich versuch's nochmal. Also klar, es geht es darum. Am Ende ist es ja immer das Ziel einer jeden Mahlzeit, satt zu sein. Ja. Wenn man satt ist, wenn man richtig satt ist, dann denkt man nicht darüber nach, noch eine Tüte Chips und 3 Tafeln Schokolade zu fressen oder noch einen Quark, weil man ist ja satt. Und das heißt also, wenn Klaas für sich als Diät jetzt sich vornimmt, eine gesunde Mahlzeit zu essen, zum Mittag zum Beispiel, nach der er zu 100% satt ist, ist für ihn das Problem gelöst. Ja. Und er isst dann, und wenn er praktisch dann nicht was Ungesundes isst, um satt zu sein und dann noch 10 Riegel nachschießt. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Ich verstehe genau. Dass man auch satt wird mit was Ungesundem. Na, es ist ja zum Beispiel so, du kannst du kannst mehr gesunde Speisen sogar fressen, bis du richtig satt bist, wenn das nur alles gesund ist und nicht kalorienreich, dann bist du trotzdem satt. Und bist du es aber nicht dick. Aber ich muss die eine Sache suchen, wo ich nicht so viel Gesundes essen muss und trotzdem satt bin. Genau. Aber es war gesund. Weil ich habe gar keinen Bock, super viele gesunde Sachen zu essen. Ich will am besten eine Kartoffel essen oder einmal Fofu irgendwas da. Ja. Und dann ist gut. Und dann habe ich einfach das Problem mit der Esserei von der Backe. Weißt du, was aber witzig war, Schmitti? Ich bin also, so überfordert. Ja, ich verstehe es. Aber also Basti, Katha und ich, wir versuchen ja, uns gesund zu ernähren. Ne? Ja. Basti und ich wollen auch noch abnehmen, deswegen achten wir auf die Mahlzeiten. Und Basti und ich haben zum Beispiel gestern jeder 2,5 Donuts gefressen. Dann haben wir gegoogelt, dass ein Donut 600 Kalorien hat. Das ist ein 10-Kilometer-Lauf. Pass auf. Und dann haben wir praktisch gestern um 16:30 beschlossen, okay, jetzt ist es praktisch geschehen, wir werden beide nichts mehr zu Abend essen. Und so war's. Wir haben uns dann das Abendessen gespart, weil wir lieber Donuts gefressen haben, was natürlich auch dumm war. Und haben dann erst jetzt heute um 12 wieder Mittag gegessen, also was Gesundes. Und wir haben auch alle gesund bestellt. Also Basti hat zum Beispiel stilles Wasser zum Essen, ich hatte einen Ingwertee und Glas. Hatte einen Erdbeerlassi, was im Grunde einfach 10 Erdbeerpuddings. Die haben mich reingelegt. Mit Milch. Und das war ein Getränk, wirklich, da waren 10 Schirme dran. Das hätte so auch so Erdbeertropikaner heißen können. Die haben mich reingelegt. Und es war im Grunde ein Eimer Quark zum Trinken. Ja, aber die sind. Und Klaas war davon überrascht, aber. Die haben mich mit ihrem ganzen, das hat so einen gesunden Eindruck gemacht in diesem Restaurant. Auch diese Karte war so ganz freudlos für mich. Das ist wie, ne? Wenn es bei McDonald's 2 Salate gibt, dass du das Gefühl, McDonald's ist ein gesundes Restaurant. So, ja. Und das war für mich ganz alles so nicht schön aufbereitet und so. Und ich dachte, also es ist so gegen mein normales Restaurant- und Bestellverhalten, dass und ich leide jetzt schon, allein durch das Interieur und durch diese Karte. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, ich kastei mich bereits. Und da kann ich ja wohl von dieser Karte jetzt alles bestellen. Ja, und dann kam da irgendwie so eine, ich lerne dazu. Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Ich habe nämlich wieder das alte Problem. Ich sitze jetzt hier im Podcast, bin hier gefangen und habe nichts gegessen. Ich habe nichts gefrühstückt. Du warst doch gar nicht da. Doch, ich war da. Du weißt immer nicht genau, ob du da bist, Schmitti.
Ja. Habt ihr geguckt? Seid ihr ins Büro gegangen? Dein Elfenbeinturm ist so hoch, dass wir nicht sehen können von hier unten, ob da noch Licht ist. Ich wäre doch mit dir zum Schmierdöner gegangen. Ja, Klaus. Ich weiß, aber du bist ja auch, du bist schon auch ein bisschen Schmidtchens Schleicher. Du schaffst es schon immer irgendwie von der Bürotür bis in dein Büro zu gehen, ohne gesehen zu werden. Das sagt der Richtige. Wenn man bei dir, muss man gucken, ob der Autoschlüssel auf dem Schreibtisch liegt, um zu erfahren, ob du hier in deinem Büro bist oder nicht. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also da sind wir uns gleich. Ja, ich bin immer präsent, immer ansprechbar, immer präsent. Mhm. Gestern hat Arne gefragt, wo ist ein Jakob wieder? Der war den ganzen Morgen weg. Dann bist du auf einmal mit Kai Pflaume frühstücken. Das passiert nämlich auch manchmal. Das war aber nicht gestern. Ja, aber das kommt immer wieder. Ist auch mal passiert. Naja, aber was man sagen kann ist, ich glaube, und vielleicht kann man das ja hier dann dokumentieren, wenn das einen interessiert, vielleicht halte ich das auch klein, das Thema. Aber ich probiere jetzt das erste Mal in meinem Leben, mich vernünftig zu ernähren. Ja. Nicht aus einem gewissen Grund, sondern einfach so. Wie? Weil du jetzt heute Mittag mit denen aus Mangel an Alternativen eine Faux gegessen hast. Eine Faux. Eine Töte-Rötete. Ja. Also ja, ich bin doch ein guter Fall. Ich meine, du hast heute halt auch schon einen Donut gegessen zum Frühstück, Klaas. Mhm. So ging ja das Gespräch los, muss man sagen. Dem bin ich praktisch mit offenem Mund draufgefallen. Konnte ich nichts machen. Ich habe letztens wirklich die absolut, wirklich eine richtige Frechheit von Schlagzeile gelesen, wo ich wirklich denke, ey, also, da, also wie kann man sowas schreiben? Es geht jetzt, Adele kommt jetzt zurück, ne, ja, und hat jetzt einen fantastischen neuen Song und ich freue mich da auf alles, was kommt, also nicht dann die ganze Welt wahrscheinlich, so wahnsinnig toll ist und hat jetzt natürlich auch ein Interview jetzt nach 5 Jahren das erste Mal wieder gegeben und da dann aber, ja, überraschend private Einblicke doch gegeben, nicht genötigterweise, sondern ich glaube, weil sie das erzählen wollte, das eine oder andere. Und das ist mir auch nochmal so klar geworden, wenn wir ja auch so über Ernährung und wir haben auch über Sport gesprochen und so und wie man sich so selber sieht oder sehen will und sonst was, ne? Und sie hat auch gesagt, es ist also eigentlich völlig egal, was ich mache. Entweder ich sehe aus wie vor 10 Jahren oder ich sehe aus wie jetzt oder ich sehe aus wie dazwischen oder sonst was. Und ich muss die ganze Zeit immer nur darüber reden. Und immer ist es irgendwie ein Kommentar wert und ja, sehe ich jetzt so aus, ist das jetzt toll, sagt das was über meinen Zustand. Weil früher hieß es so, sie ist so toll dick und sie steht dazu, und sie, ist so, sie steht mit beiden Beinen im Leben und sie genießt und so. Und da war das immer Thema. Ne? Naja, genau, wenn man es nett gemeint hat oder auf der anderen Seite, dass man dann so eine gewisse Grundfröhlichkeit oder Grundtraurigkeit oder was auch immer einem gerade dann so als Schmierfink da einfällt, das soll dann eben das Aussehen oder so widerspiegeln. Ganz, also ist mir einfach durch dieses Interview, weil es auch so lange jetzt irgendwie nichts gab und aber sie als so ein Riesenstar natürlich auch so diese ganzen Quatschgeschichten nochmal mehr anzieht als normal prominente Leute, ist mir das daran nochmal so aufgefallen. Und dann habe ich tatsächlich eine Überschrift gelesen, ich habe dann auch vermieden, den Artikel zu lesen, ich dachte so, direkt muss man gar nicht erst lesen, da stand dann drüber, so in Anführungsstrichen gesetzt, weil das vielleicht ein Zitat von irgendeinem anderen Idioten war, stand dann drüber, hat Adele die Dicken verraten? Oh, das ist so beschissen. Was ist denn das für eine Überschrift, oder? Und das heutzutage, wo man doch weiß, was das auch, also jetzt vielleicht nicht bei ihr, weil sie da gefestigt ist und sonst was, ja, aber was das eben dann auch in der Identifikation für andere, die sich das anschauen, die das vielleicht toll finden, vielleicht aber auch sagen, ach Mensch, und sieht das also ganz differenziert aus. Also fand ich eine... Man, jeder soll doch so machen, wie er will. Aber ich muss unbedingt euch was fragen zu Adele, weil das ist etwas, wo ich bin besessen von diesem Gedanken und ich finde keine Antwort in mir. Adele ist, glaube ich, von vielen Menschen so verehrt und beliebt, weil sie wirklich eine herausragende Sängerin ist, ne? Ja. Weil die kann singen, was sie will, und es klingt fantastisch und wunderschön. Und ich kenne selber persönlich, ist in meinem Leben niemand in meinem Umfeld, der sagt, Adele, das finde ich scheiße, ne? Und ich glaube, man gönnt ihr eben diesen Erfolg, weil sie wirklich außergewöhnlich singt. Es gibt bei The Voice oder bei Deutschland sucht den Superstar keinen von diesen ganzen unbekannten Leuten, der besser singt als Adele. Also objektiv nicht besser, ja? Und es wird immer gesucht. Seit 10 Jahren werden Leute gesucht. Wo sind sie? Wo sind sie? Und es gibt aber bisher, ist mir keiner drin, der wirklich besser ist als sie. Hm. Jetzt ist Adele ein globaler Megastar. Meint ihr, es gibt auf dem Planeten noch Leute, Frauen oder Männer, die besser singen können als Adele? Oder ist es irgendwie gelungen, in dieser Verknüpfung von, weiß nicht, dem Universum, der Popindustrie und irgendwelchen Zufällen, dass wirklich eine der besten Sängerinnen der Welt auch wirklich als diese bekannt ist? Versteht ihr die Frage? Ja. Gut. Aber ich bin mir nicht so sicher, was die Maßstäbe sind. Das ist ja trotzdem eine Popsängerin. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, also beispielsweise mit einer Opernsängerin, ist das vergleichbar? Wer singt besser? Was ist denn
Ich weiß nicht, aber ob eine Opernsängerin jetzt zum Beispiel eine neue Adele-Single Go Easy on Me so toll singen kann. Naja, nein, das ist, ich glaube, deswegen auch ein Unterschied in der Rezeption, als dass Popmusik natürlich deswegen Popmusik auch heißt, weil es die populärste Art und Weise so von Musik ist, zugänglich, ne? Genau. Ist und mit unserem Harmonieverständnis in Musik, die auch das Ohr nicht auf klassische Musik ausgebildet ist, auch nicht auf klassischen Gesang und so weiter. Ich glaube, wenn man da einen Zugang zu hat, wird man dort natürlich in der Tiefe ganz, ganz viel tolle Sachen finden. Und auch dort gibt es ja immer mal wieder Sachen, die so das Popmusik geprägte Ohr dann doch irgendwie ansprechen. Ja. Wir erinnern uns an Nessun Dorma, genau, und so, ja. Ne? Das mal dann auch in so einer großen Mainstream-TV-Show gesungen wurde. Und dann, das ist dann etwas, was einen total bewegt. Andere Sachen, ich glaube, da muss man sich tatsächlich erstmal hineinhören, um dort etwas festzustellen. Aber es geht ja nicht darum, den Ton zu treffen. Und eine Sache, die man, und das ist das Schöne daran, das ist das, was man eben nicht beschreiben oder ausrechnen kann. Die Töne treffen viele Leute. Und ein Spektrum und so viele Oktaven oder sonst was. Es ist die Stimmfarbe und die Stimme an sich. Das Individuelle, so individuell wie ein Fingerabdruck. Keine Stimme ist so wie die andere. Kein Mensch ist so wie der andere. Und irgendwas an der Kombination von extremer Präzision und dem Verfolgen eines Plans. Man denkt sich, ich singe diesen Ton und dann kommt der wirklich. Ja. Und dann auch die Kreativität, diesen Ton auszuwählen und an jenen anderen dran zu hängen und so. Das ist ja auch ein Talent für sich. Und dann die Art und Weise, wie die Stimme ist. Ich glaube, das ist die X- und Y-Achse, die man halt nur einmal hat. Es gibt auf Apple TV eine Doku von Mark Ronson, dem Musikproduzent, der für Lady Gaga und Amy Winehouse, ne? Also ein ultra bekannter Typ, der auch schon bei MTV Home zu Gast war. Ja. Ich glaube, wir haben ihn nicht reingelassen. Der war, glaube ich, 5-mal da, weil er seine CD da zeigen wollte. Ja, aber hatten wir keine Zeit, ne? Ja, hatten wir keine Zeit. Und da gibt's in dieser Doku wird die Entstehung von dem Lied Shallow, also das kennt man ja, Oscar-Gewinner-Song aus A Star is Born. Ne? Das haben die auch gesungen bei der Oscar-Verleihung. Genau. Lady Gaga und Bradley Cooper, genau. Und er hat den Song produziert und aufgenommen und er erzählt dann, wie Lady Gaga den eingesungen hat. Mhm. Und in der Folge von dieser Dokumentation geht's um Autotune, also dieses, dass man über, das ist so ein Plugin in, das könnte Pfeife könnte das besser erklären. Wo ist das ein Plugin? Na, in einer Audioaufnahmetechnik, was die Töne gerade rückt, wenn du nicht richtig gerade singen kannst. Genau, was mittlerweile aber auch teilweise verkünstelt wird bei Kanye West und so als Stilmittel. Ja, ja. Ne? Und das zeigt aber recht genau, der Ton ist dir ein bisschen verrutscht und macht es gerade. Und es ist ein gängiges Mittel, mal mehr, mal weniger stark. Melodyne oder so heißt es dann. Genau. Ne? Dann siehst du richtig, den Balken, der ist auf der falschen Linie. Müssen, ja. Und dann nimmst du den Balken und schiebst ihn auf die Linie, wo er hingehört. Dann klingt es vielleicht nicht mehr so menschlich, aber richtig. Genau, und das ist alles nicht, das klingt jetzt so böse, wenn man sagt, die versingen sich, dann wird das gerade gerungen. Es ist ganz menschlich, also die menschliche Stimme ist ja keine Maschine, die so 1:1 das macht. Und Lady Gaga hat das eingesungen und die dachten, Autotune ist kaputt. Weil alles gestimmt. Es hat nichts, es war nichts daneben. Ja. So, und der hat gesagt, das gab es noch nie. Er hat hier tausende Künstler reinkommen sehen und so. Es gab es noch nie bei Lady Gaga, wie eine Maschine hat er es gesungen. Worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, es gibt auch im Vergleich zu, also kann man jetzt sagen, wer ist die bessere Sängerin? Amy Winehouse gewesen oder Lady Gaga oder Whitney Houston. Mhm. Also, es ist letztlich ab dem Level, glaube ich, auch ein Geschmack. Und weshalb es jetzt zu so Star Search und Popstars und The Voice und sowas wahrscheinlich auch noch fehlt, die sind am Anfang. Und ich glaube, bei Adele, bei allem Talent, die wird auch einfach üben wie ein Berserker. Und zwar über ich Jahre. Ich weiß nicht, ich habe den tollen Moment erlebt, das war irgendwie eine Echo-Veranstaltung vor vielen Jahren und da hatte sie, glaube ich, ihr erstes Album und so die erste Single ist dort aufgetreten in Berlin und da hatte ich irgendwie das Glück, dass ich bei der Probe war und dann ist sie da so ganz mit so ganz gemütlichen Klamotten rein und hat dann da gesungen, ne? Und da war die noch nicht ein Weltstar, aber ich werde das nie vergessen, weil ich hatte sofort ich konnte es nicht glauben, wie jemand so herausragend singen kann. Ich war wirklich völlig berührt, ich war willenlos ausgeliefert diesen Tönen und konnte es wirklich nicht in Worte fassen. Und so muss es vielleicht auch den Leuten gegangen sein, die junge Whitney Houston erlebt haben, die eine unglaubliche Range auch hatte. Und die Frage, die sich ja eigentlich anschließt und die wir beantworten müssen in dem Zusammenhang ist... Mark Matlock, den hatten wir. Mark Matlock, ist, meint ihr, dass jemand, der so gut, nehmen wir mal an, es gäbe einen Menschen, der kann so gut singen wie Adele, meint ihr, dass der
automatisch berühmt wird, weil er so herausragend nein, singt. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass ganz viel dann doch eben zusammenhängt mit auch der Zeit und mit dem Moment in der Kultur, in der man dann aufploppt. Also ob das nun Billie Eilish ist oder ganz anderes Beispiel, aber auch interessant in diesem Zusammenhang, nehmt euch jemanden wie Herbert Grönemeyer, der nun wirklich nicht der beste Sänger der Welt ist. Ne? Also da die gängigsten Popsongs der Welt, die klingen wahrscheinlich ziemlich weird, wenn Andy singt. Mhm. Aber in einem Land wie Deutschland, auch vielleicht mit viel Anlauf, hat er auch 3 Alben gemacht, die dann keiner hören wollte. Und das waren Zeiten, in denen Plattenfirmen dann auch länger durchgehalten haben oder irgendwie auch, naja, eine ganz andere Stimmung war. Aber ich glaube, durch eben auch das, den Kontext, man kennt ihn, man weiß vielleicht auch ein bisschen was über seine persönliche Geschichte. Das war ja auch dann so sein persönlichstes Album, war dann auch gleich das erfolgreichste. Das war bestimmt nicht am schönsten gesungen, aber das gewisse Etwas, egal wie man es nennt, Herz, Seele, Tiefe, diese eine, die Authentizität, man glaubt demjenigen, das ist ja bei Schauspielern dasselbe, der eine sagt den Satz so, dass er einen erreicht, der eine singt die Zeile so, dass sie einen erreicht. Und bei Herbert Grönemeyer ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass das in Deutschland so erfolgreich ist, was er macht, weil es irgendwie dann doch so generationenverbindend so ein Gefühl auslöst, was vielleicht Menschen, die das schon lange gehört haben oder so, irgendwie mit sich selbst verbinden. Und das wiederum ist dann so die Anschlussstelle. Na, ist auch eine Poesie, glaube ich, die einerseits zugänglich ist, aber ich glaube, wenn man sich mehr Zeit nimmt für die Texte, auch wirklich eine hohe Qualität hat irgendwie. Ne? Das ist deine Stadt, was macht dich da satt, ne? Currywurst, ja. Beste Beispiel dafür. Ja, klar, ne, so ging es los, aber tief im Westen. Ja, klar, Stuhl im Orbit, das kam später, aber trotzdem, ne? Toll, eines der besten, aber es bleibt alles anders. Alle Lieder großartig, alles tolle Texte. Also wirklich, das kann man, glaube ich, als Gedichtband so abdrucken und hätte da trotzdem große Freude dran. Ja, und trotzdem ist er immer noch irgendwie eine Autorität und jemand, den man sehr respektiert. Ich glaube, wenn man sagt, er ist der Bundeskanzler der Herzen, weiß jeder, was gemeint ist. Aber ich möchte jetzt noch vom Hohen Gericht so eine Art Schlussurteil, ein Fazit. Also ist Adele da, wo sie ist, weil sie wahrscheinlich eine der Top 5 besten Sängerinnen auf diesem Planeten in der Weltbevölkerung ist? Ich glaube schon. Plus, sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist wahrscheinlich auch immer. Damit tut man, glaube ich, vielen Leuten, die irgendwie vielleicht nicht die Gelegenheit, vielleicht aber auch nicht den Mut hatten, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte. Was mir aber wichtig ist in dem Zusammenhang, wir wollen hier mit diesem Podcast bewusst niemanden ermutigen, jetzt irgendwo singen zu wollen. Also weil meistens die man sehr ermutigen muss, die sind sehr schlecht. Deswegen, ihr lasst es zurecht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Der Erfolg kommt zu euch. Genau, der Erfolg kommt zu euch. Macht euer Ding und so. Aber jetzt, wir wollen euch ganz bewusst, Disclaimer, nicht ermutigen, jetzt irgendwo hinzugehen. Wenn nur die Familie und die Freunde sagen, das ist richtig klasse und das sonst das niemand Zeichen. Sich wünscht, dann lasst es einfach sein. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn die Familie und die Freunde so über den grünen Klee hinaus begeistert sind von euren Talenten. Ja, und wenn ihr auf der Hochzeit singen wollt von irgendwem, was von Silbermond, ne, dann müsst ihr gefragt werden. Wenn ihr es selber anbietet, wisst ihr schon, da ist was faul. Aber Jakob, mit der Denke, ne, wäre eine Adele nie gefunden worden. Und ich habe den Vorschlag, dass vielleicht die ZuhörerInnen, die sehr gut singen können, die das von sich denken, dass sie dir vielleicht mal auf nein, du Arschloch, nein, ins Postfach, nein, nein, da kann nein, man ja eine Audioaufnahme auch wieder mit deiner Schulhofsprache. Eine Audioaufnahme nein, bei Jakob Lund auf Instagram, einfach rein ins Postfach. Aber da würde ich sagen, es gibt mehrere Sachen, die müssen vergleichbar sein. Kennt ihr den Anfang von dem Lied Kung Fu Fighting? Ja. Da hört man schon mal so eine Art Spektrum. Mhm. Und wenn ihr da wirklich aus voller Kehle mal, im Badezimmer am besten, ne? Ein Badezimmer klingt immer alles toll. Ja. Wenn ihr also den Anfang, hört euch das mal an, dass ihr, wenn ihr es nicht kennt, hört das mal kurz an. Wenn ihr es noch im Ohr habt, dann einfach aus der Erinnerung, ist auch nicht schlecht. Kung Fu Fighting, den Anfang. Ja, Nessun Dorma würde ich auch zählen. Nessun Dorma oder Rolling in the Deep wäre auch noch was. Oder Chandelier von Sia, oder wie der heißt da. Ist auch ein sehr guter Song für Audionachrichten bei Jakob Lund im Instagram-Post. Das sind alles Lieder, die ich privat eigentlich schön finde, bis auf Kung Fu Fighting. Und das würde mir du nicht suchst gut gefallen. Ein Juwel, die neue Adele. Also meint ihr, aber ich sehe jetzt hier gerade schon, also stellt euch mal vor, ich finde da wirklich jemanden, der richtig gut ist. Dann gebe ich dem so einen Knebelvertrag, wo ich 70% von der Gage krieg.
dann ziehe ich mit dem auf Sylt, dann darf er in meinem Keller wohnen. Und ja, dann vielleicht rollt da endlich mal der Rubel. Ja, mir ist nur wichtig, dass der Vergleich stimmt und deswegen auch die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz Adele sind, dir auch auf die ins Postfach husten. Ich hatte mit Joko ja mal die Idee, so eine Managementagentur aufzumachen, die 45% Boys. Was bedeutet das? Naja, dass wir 45% kriegen von allem. Man muss vielleicht mal dazu sagen, was wäre denn ein normaler Prozentsatz, den so ein Manager nimmt? 10 bis 15, würde ich sagen. Also ja, von so, ich würde sagen, seriös ist von laufenden, immerwährenden Verträgen vielleicht 10% und dann von anderen einmaligen Sachen 15%. Aber im Idealfall hast du Management, die praktisch ihr eigenes Salär obendrauf schlagen auf das. Praktisch, dass die das also den Kunden bezahlen lassen. Ja, verstehe. Ja, so. Und wie lange? Und ihr wollt jetzt 45%? Ja, nur am Anfang. Jakob, wie ist das, wenn ihr so einen Managementvertrag unterschreibt? Oder jetzt? Ich habe keinen Managementvertrag unterschreiben. Irgendjemand, also du kennst dich ja aus da. Ja. Wenn ein Nachwuchsstar jetzt irgendwie beim Management unterschreibt, und heißt das, von allen Einnahmen, die er jemals macht, immer 15% abdrücken an das Management? Und wie lange geht das? Also das Ding ist, ich glaube, wenn man vorab allzu viel bezahlt, wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, hier wird probiert, selbst ganz am Anfang einer Karriere wird probiert, ganz, ganz viel, wenn es heißt, man muss jetzt erstmal für Büromaterial hier Geld bezahlen. Ja? Weil ich habe ja auch Auslagen und so. Ne? Das ist, da denkt man schon, das finde ich schon dann irgendwie so ein bisschen so. Also wenn es wirklich einen Manager gibt, ich kann ja gleich noch mal ein bisschen was sagen zu meinem Verständnis davon, was das sein sollte, so grundsätzlich, ne? Oder was man so auch voneinander erwarten darf, weil das ist ja dann schon auch immer ein großes Mysterium, wie verhält sich das Künstlermanager und so. Aber wenn man wirklich sagt, man arbeitet jetzt aus irgendeinem Grund zusammen und so, dann sollte auch irgendwie eine aufrichtige Vision dahinter stecken und dann sollte man auch jetzt nicht sofort sagen, also die ersten 5 Mark, die du verdienst, da kriegst du 2 Mark, krieg mal ich. Das ist irgendwie nicht so der Spirit, sondern dann muss man auch erstmal gemeinsam irgendwo hinkommen, sich gegenseitig beweisen, ich kann das liefern, du kannst das organisieren. Jetzt sind wir von mir aus der nächsten Stufe auf Stufe 1 und jetzt überlegen wir uns mal, wie wir das denn jetzt hier fair miteinander machen können. Aber erstmal sollte das ein Versuch bleiben. Wenn der nichts wird, dann war es eben nichts. Das ist die Investition in die eigene Zeit oder so. Oder auch in die eigene Vision davon, was das werden könnte. Und wenn man dann wirklich recht behält miteinander, der Künstler, der was auch immer kann, liefert irgendwie ab, der Manager oder Agent oder Betreuer, wie man das nennen soll, der macht auch seinen Teil und dann am Ende wird da was Gutes draus, ja, dann sollte man sich irgendwie eine faire Art und Weise überlegen. Ich habe in meinem ganzen Leben so einen Vertrag noch nie unterschrieben. Ich arbeite vertraglos. Ja. Seit 20 Jahren oder so. Also es gibt auch viele, die so ganz oft das Management wechseln. Es ist ja nicht immer das Management schuld. Also als Hinweis, nicht ausschließlich. Ja, wir kriegen teilweise Stars da alle 3 Wochen angeboten, weil in der Zeit 3 Managements für den zuständig waren. Ja, es gibt natürlich auch da irgendwelche Karussellbremser, die dann auch mal schnell die Auslage wechseln, aber trotzdem, also es ist natürlich insgesamt jetzt, ist es eine Branche, die anfällig ist für unseriöse Leute. Also wenn da jemand kommt, der Helmut Werner heißt und sagt, er hat auch schon mal den Mörtel Lugner da über einen Opernball geschoben, dann hat er sich, also, na egal. Ja, ich will mal googeln. Ich will das gar nicht werten. Aber es gibt natürlich in dieser ganzen Branche, muss man sich genau anschauen, wo geht man denn? Schwarze Schafe. Wo geht man denn hin? Wo lässt man es lieber? Und was hat man auch für Erwartungen daran? Also ich glaube auch diese Idee zu sagen, ich lasse mich jetzt hier zum Erfolg managen. Ich bin jetzt hier, ich habe jetzt Glück gehabt, ich habe jetzt so einen Manager, der kennt alle Leute und der öffnet mir dann die sogenannten Türen und ich gehe dann bloß noch durch und für mich ist das jetzt nicht mehr anstrengend. Und wenn ich den erstmal habe, dann kommt der Rest von alleine. Ich halte das für ausgeschlossen, dass das funktioniert. Ausgeschlossen. Tja. Jakob. Ja. Letzte Woche hast du ja so eine richtige Schnapsidee präsentiert. Na. Also, Schmitti, ich muss sagen, meine große HörerInnenaktion, die große HörerInnenaktion 2021, jetzt noch dabei sein, Ei sein, war ein Riesenerfolg. Also, wir haben letzte Woche aufgerufen, also nicht wir, sondern ich im Grunde, aber für uns, muss man ja sagen, dass wir den oder die erste Hörerin, den ersten Hörer von Baywatch Berlin suchen. So, und das geht natürlich nur, also man kann das nicht
technisch deutlich machen, aber man kann das auf Vertrauensbasis machen. Und wir haben ungefähr, würde ich sagen, ich kriege mein Postfach gar nicht mehr es auf. Es ist wirklich, es ist jetzt, man übertreibt gerne bei Zahlen, aber ich würde fast sagen, es, Tausende haben, also es, ich habe gar keinen Überblick mehr. Es ist wirklich explodiert. Bei dir auch, Schmitty, bei dir Klaas sicher auch. Bei Studio Bummens auch. Unsere. Genau, also es gibt sehr viele. Und ich möchte jetzt nochmal, man könnte jetzt heute, die, so wie wir Fernsehleute sagen, die Aktion zumachen. Das heißt, da sagen wir so fertig, ne, und reden nie wieder drüber. Aber was, woran, also ich bin Typ, ich wurde so oft enttäuscht im Leben. Und ich habe Schwierigkeiten zu vertrauen. Und ich habe einfach noch nicht so richtig das Gefühl gehabt, da war die eine Nachricht, wo ich wirklich ins Vertrauensverhältnis gehen kann und sagen, ja, das kippst war der da erste. Kippst du da Benzin ins Feuer jetzt? Ich möchte weiterhin, dass mir Leute deutlich machen, dass sie der erste oder die erste Hörer sind. Es haben mir auch viele geschrieben, sie waren der zweite Hörer. Da glaube ich dran, dass das stimmt. Es gibt auch Leute, die sagen, ich höre erst seit Folge 4, aber weiter so. Die waren sehr ehrlich, die haben es sofort gesagt, sie kommen nicht als Ersthörer in Frage. Es gibt auch viele, die Nachrichten geschrieben haben, aus denen ich raushöre, dass sie damit im Grunde so eine Art Amt verbinden. Also als auch wirklich wie Knüppel, auf dem die Idee basiert, der erste Zuschauer von Knossi im Stream, den man ganz deutlich machen konnte. Die glauben, das wäre so eine Art Amt wie Bundespräsident, so. Also der erste Hörer, so wie der erste Ritter. So eine Art Spargelprinzessin. Ja, genau, oder genau, so Weinkönig, also das gefällt mir auch eigentlich, die Idee, dass wir den oder diejenigen auch wirklich immer überall, wir können die auf offizielle Events schicken und die so. Die können auch mit so einem Wagen, einem Wagen durch Berlin fahren. Genau, wenn mal gefragt, also wenn es eine Podcaster-Parade gibt, dürfte die in unserem Namen ich habe auch gehört, auftreten. Also wenn man jetzt so in Köln zum Beispiel, wenn man da der Karnevalsprinz ist, dann ist immer das Dreigestirn, ne? Die Jungfrau, der Prinz und was noch? Ja. Und Horst Lichter. genau, und einer von den Höhnern. Ich weiß nicht, also es gibt da diese drei da. Ja. Und ich habe mal gehört, wenn man jetzt Karnevalsprinz ist, das kostet richtig Geld. Du musst mehr oder weniger, du hast ja super viel zu tun. Wie ein amerikanischer Wahlkampf, oder wie? Das kostet, glaube ich, lass mich lügen, 200.000 Euro oder so. Nein. Nice. Doch, du musst dann richtig noch investieren und so. Und du kannst wirklich mehr oder weniger ein halbes Jahr nicht arbeiten, weil du bist unterwegs, du bist unterwegs in der Session. Nein. Und musst da zu deinem Gefolge da. Und muss dann da überall als Karnevalsprinz präsent sein. Wenn du nicht kommst, hassen die Leute dich, sind die sauer auf dich. Und du hast richtig was zu tun. Also gibt es dieses Jahr einen, der da schon die 200.000 versägt hat und der jetzt hört, es gibt gar keinen Karneval? Nächstes Jahr kommt ein neuer. Weiß nicht, wie es ist, ob der dann per Zoom irgendwie praktisch, also der dann per Zoom zu den Leuten nach Hause kommt. Aber ich habe nur, also da könnte ich auch mal korrigieren. Ist das offiziell die dümmste Art, Geld auszugeben? Ja, ja. Ich habe mir ja mal in Köln gewohnt und so, aber jetzt auch nur so, also gerade mit Karneval nur so am Rande zu tun gehabt. Und wenn man da dann irgendwas Falsches erzählt, ne, dann gibt's richtig Ärger. Ne? Gerne dann, Bezug nehmen bei Klaas auf Umlauf. Ja, ihr könnt mir das ja mal erklären. Ich meine das ja nicht böse, aber vielleicht ist ja ein ehemaliger Karnevalsprinz, der uns mal erzählt, wie das so ist, wenn man als Karnevalsprinz da durch die Lande zieht. Ja, das finde ich interessant. Und diese ganze Scheiße da mit Nubbelverbrennung, ne, da ist der Aschermittwoch, da verbrennen die da irgendeinen so Vogel da in der Straße und dann ist vorbei oder was, ne? Und das soll ja Spaß machen, macht ja auch Spaß und Mensch und Bützchen hier und Bützchen da und so. Und aber wenn man jetzt was sagen würde, dass das auch ein bisschen Quatsch ist, ne, dann gibt's aber Ärger. Ne? Also da, wo ganz groß Spaß draufsteht, ist dann recht wenig Spaß drin. Ne? Wenn man jetzt so dieses, also ich auch glaube ja auch, ist das ja eine Parodie auf Militär, dieser ganze komische Elva-Rat und diese ganzen Opas, die da sitzen und dann so da dass das Spiel mit ihren Mützen auf und ihren Quatschuniformen, das ist ja eigentlich eine Parodie auf Hierarchien. Ja. Und was ist passiert? Es ist eine echte Hierarchie geworden. Ja, stimmt, und wenn man nicht da oben sitzt, dann ist man beleidigt. Und wer da nicht mitmachen darf, der redet mit dem nicht mehr. Und wer da irgendwie das höchste Tier ist, der hat das Sagen und der kennt den Bürgermeister auch gut und dann wird hier doch der Parkplatz gebaut. Ja, das ist passiert. Aber möchtest du jetzt, also weil, klar, möchte ich dich ernst nehmen. Es ist sicher ein leichtes, dass in der nächsten Woche am Telefon zugeschaltet der aktuelle Prinz der Session ist und wir können den fragen, was ihn das gekostet hat und was das soll. Ich weiß ja nicht. Bist du dazu einverstanden? Mich würde es interessieren. Aber sicher doch. Mit dem Prinz Karneval. Hör mal, natürlich möchte ich mit dem reden. Aber auch wichtig wäre, wenn Sie das Zeug haben zur ersten Hörerin von Baywatch Berlin, überweisen Sie uns 200.000 Euro und wir können darüber reden. Weißt du, du bist ein Visionär und da muss man sagen, bisher musste ich hier auf Worte vertrauen. Mhm. Aber
vielleicht kann ich schon bald auf grüne Scheine vertrauen. Weil, Schmidt, ich muss auch sagen, wenn ich mir sicher wäre, dass ich der erste Hörer bin, würde ich mir auch 200.000 überweisen. Es geht nicht um 200.000, die man irgendwie am Eingang vom da irgendwie vom Fast Lovend irgendwie da abgeben muss in einem Umschlag. Sondern das ist irgendwie so dieser ganze Trara da drumherum, das kostet alles auch Geld. Bei uns auch. Ich habe doch auch, wir müssen das durchlesen. Wir haben da, wir haben Außenstände, Porto. Das Urkunde ist können wir auch noch basteln. Ja. Ich habe letztens aber auch, du hast ja auch gesagt, es gibt nicht nur eine Urkunde, sondern es gibt auch Kaffee, ne? Serviert. Nee, das war, ein symbolischer Kaffee. Ja, wie bei Schmidti die symbolische. Aber es war ganz witzig, weil da hat dann jemand geschrieben, also er möchte, dass er ist auch der erste Hörer, ja, und der hat dann selber geschrieben, ich möchte Kaffee vom Kaffee-Arschloch persönlich zubereitet, und dann hat er hinterher selber gemerkt, dass das ein bisschen eklig klingt. Das war Kaffee, also wie gesagt, man hat dann sofort unmittelbar, hat man praktisch einen Kopf von einer bizarren, zu menschlichen Zapfanlage. Ja. Ja, und so ein Espresso vom Kaffee-Arschloch persönlich abzunehmen. Ja. Schwierig. Also mein Vater hat mir geschrieben, dass er der erste Hörer war. Echt? Und ich glaube, er könnte sogar recht haben. Ja, weil der Theo, liebe auch, Grüße. Der hat 6 Stunden vorher schon vorm Apparat gesessen. Ja. Und der kommt am Wochenende, der kommt mich besuchen. Ach, da schön. Könnt ihr gleich mal einen Kaffee trinken aus dem Arschloch. Sehr gut. Und weißt du das? Wer ist denn bereit dafür, dass dein Vater uns repräsentiert in ganz Deutschland? Auf die Knie. Der hat Zeit. Also der hat Zeit, der ist in Rente. Ja. Der könnte rumtingeln. Ja, das finde ich nicht schlecht. Also, aber jetzt nochmal ohne Flachs, Spaß beiseite. Also, meldet euch bei uns allen dreien. Wenn jemand wirklich reinen Herzens ist und uns schreibt, dass er oder sie die erste Hörer oder der erste Hörerin ist, dann werden wir das erkennen. Das ist wie bei Excalibur. Da zergeln da ganz viele Mittelalter-Heinis da so an dem Schwert im Stein rum, aber der eine Richtige. Jakob, aber Prinz Arthur, ich sehe die der fasst da rein, das ist wie bei Face ID. Ja, ja. Der Grabstein, der Schwert, und auf einmal fügt sich alles und dann kriegt er das auch raus. Und so ist das auch mit dem ersten Hörer. Ich sehe die Pointe noch nicht so richtig. Was für ein Pointe? Worauf läuft das hinaus? Volles Postfach. Ja, aber ja. Mann, also, du musst doch irgendwann Identifikation, sagen, so, Aktion Schmidti, beendet. Da das gibt's ist wie, jetzt es ist wie, als ob du Fußballfans sagst, worauf läuft das hier hinaus, dass ihr heute ins Stadion kommt und hier Anteil nehmt an dem Spiel? Worauf soll das nur hinauslaufen, dass ihr nur heute mal ins Stadion geht, dass ihr euch ein rotes T-Shirt anzieht? Worauf soll das denn jetzt, was soll das denn jetzt geben? Nee. Identifikation. Quatsch. Da gibt es einen Gewinner, einen Verlierer, kann man wetten und kann man sich freuen oder ärgern. Ja, fertig. So, das ist das ganze Prinzip. So, also insofern ist das natürlich alles Quatsch. Ja, ist ja recht, Schmidti. Also es müsste schon auf was hinauslaufen und ich finde, es muss irgendwie sowas sein, womit man auch der ganzen Welt zeigen kann, dass man der erste Hörer ist. Ja, dann überleg dir mal was. Ja, muss dann nochmal in Klausur gehen. Dann machen wir 3-mal Brainstorming. Ja. Wie früher. Ne? Wisst ihr, wer nicht letztens in Weihnachtsstimmung war? Ich bin schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich bin hineingeraten in die Weihnachtsstimmung. Ja. Ich bin nachts aufgewacht und habe dringend irgendwas zu essen gesucht. Um 3 oder so. Dann habe ich was gefunden und habe ich nachts im Dunkeln auf der Bettkante gesessen und Lebkuchen gefressen. Und habe. Du hast ja völlig die Kontrolle über dein Leben verloren. Das ist ja völlig absurd. Und da habe ich Weihnachtsstimmung entwickelt. Erzähl das nochmal, wie du da deinen Lebkuchen nachts gefressen hast. Also, waren die mit Marmelade drin? Ja, diese kleinen, diese Herzchen. Und dann war ich so ein bisschen wach und habe ich die so in die offene Nachttischschublade so reingelegt, ne, dass ich die so greifen kann. Dass du die nicht tragen musst und da Kalorien bei verbrennst. Dass die so greifen kann. Und dann habe ich richtig, weißt du, dann ist ja auch Ruhe, ne? Also eine bedächtige Stimmung, muss man sagen. Die nicht gedämpft vom Schnee draußen, sondern weil es nachts ist. Ja. Nur der Schein der Nachttischlampe. So. Ja, und draußen ein bisschen der Mond scheint rein und so weiter. Feuer und knistert. Und ich war so richtig auf einmal kurz für eine halbe Stunde in Weihnachtsstimmung, weil eben der Geschmack und auch der Geruch, der sich dann ausbreitet, also so richtig. Aus deinem eigenen Mund. Mir ist mal im Juni oder so, ist mir mal so ein kleines Fläschchen von der Duftkerze mit so Zimt umgefallen. Da war auch Weihnachtsstimmung, ganzen Tag. Man ist ja dann schon ganz schnell von sowas in so eine Stimmung zu bringen. Und da habe ich mich richtig nachts gefreut auf Weihnachten. Und da wollte ich euch mal fragen, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Bei mir beginnt die Session, sagt man das so? Ja. Mal ein bisschen die traurige Musik aus. Ich bin gut drauf. Die beginnt
mit dem ersten Advent. Mhm. Da kommen die Lichterketten draußen, werden überall angebracht. In den Fenstern hängt der Stern, der so leuchtet. Oh. Mein Lampensystem wird auf weihnachtlich gestellt mit den Farben Rot und Grün. Und die Katzen als Elfen verkleidet. Das ist gut. Nee, bei mir gar nicht. Ich mag auch nicht Weihnachten. Was? Nee, wirklich. Was? Nee, mag ich nicht gern. Nee, noch gar nicht. Es ist die beste Jahreszeit. Und vor, also wirklich. Man muss dann nicht rausgehen, ne, Schmidt? Was heißt das denn? Nee, ich lade die Leute zu mir ein, dann gibt es einen Glühwein auf der Terrasse und so gut, und der Heizpilz steht da und das ist gut. Alles. Na, Schmidt, hallo, willst du niemals machen. Heizpilz, er meinte ein warmes Bier. Photovoltaikpilz. Solarpilz steht da draußen. Und ja, da gibt es Nussecken von der Mama, die schickt mir auch immer so Pakete mit Keksen zur Weihnachtszeit und dann wird die Duftkerze aufgebaut und so. Ich genieße und zelebriere. Weißt du, was für mich auch nochmal, was mich nochmal so weitergetragen hat in meiner Weihnachtsstimmung? Die neue Lenore-Werbung mit Guido Maria Kretschmer. Ah, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, die ist toll. Ja? Ja. Also kuscheliger kann ein Mann nicht sein. Er ist auch so lenorig. Er riecht also, auch so, glaube ich, ne? Wirklich, ich weiß nicht, was es ist. Das ist eine Werbung, die eigentlich, die ist so frech, genauso wie eine Waschmittelwerbung, dass man es kaum fassen kann. Und da habe ich mich gefragt, und trotzdem glaube ich es ihm, und da habe ich mich gefragt, was muss ich tun, damit, also wenn ich genau die Werbung, wenn ich Einstellung für Einstellung nachdrehen würde und genau das machen würde, genauso gucken, genauso reden, genauso mich da hineinkuscheln in diese frisch gewaschene Bettdecke und so, würde es mir als schlimmsten Zynismus ausgelegt werden. Ja, als Scherz. Als Scherz, ja. Und aber Guido Maria Kretschmer hat es irgendwie hingekriegt, dass man den ja A mag. Ja. Ich mag den total. Ja. Ich habe gar nichts gegen den. Ja. Ich mache einen Fernseher an, der ist da, nervt mich nicht. Ja. Ja, muss man erst mal schaffen. Weißt du, was der für einen Trick hat? Ich habe den entschlüsselt, wie so ein Premiere-Decoder. Ja. Der hat ja diese Sendung, also was weiß ich, Shopping Queen und so. Und dann redet der immer über eigentlich darüber, wie Leute aussehen, was ja nicht mehr so modern ist. Ne? Mhm. Und der sagt dann immer. Also er sagt, die sieht, also ich übertreibe jetzt, so würde er es nicht sagen, ne? Aber die sagt, die sieht ja auch aus wie ein zertretener Pfannkuchen. Uiuiui, der hat ja auch ganz schön, da quillt er überall raus. Naja, weißt du selber. Und nee, es ist eine ganz taffe, schöne, süße Frau, ja. Nächstes Beispiel, sagt er, boah, der sieht ja auch aus wie ein Autoschieber da. Der hat ja mehr Narbe als Gesicht. Ja. Meine Güte, richtig kastiges Idiotengesicht. Nee, aber auch ganz schöne, markante Züge und tolle Frisur und die Hose steht ihm gut. Ja. Das ist ein Trick, bitte mal unbedingt drauf achten bei der nächsten Folge mit Guido Maria Kretschmann. Der gleicht beleidigt massivst gleich danach aus, nächster Typ. Ja, das schreibe ich mir auf. Ja. Kann man wirklich drauf achten, das ist seit Jahren sein Rezept. Ja, aber deswegen hat er wahrscheinlich kosmisches Gleichgewicht. Absolut, ist ja auch in Ordnung. Verwandelt sich das in pure richtig. Sympathie. Absolut, ja. Und ich habe festgestellt, ich habe das angeguckt, habe Werbebotschaft angeguckt, habe ich gedacht, das kaufe ich. Sehr gut. Weil ich dachte, wenn es kuscheliger geht, wieso nicht? Ja. Ja. Wenn das Verkaufsargument ist, zieht bei mir. Und das andere ist wirklich auch, was für ein Drehtag das ist. Also in was für eine ärgerliche Position ich mich hineingelebt habe mit dem, was ich so in der Öffentlichkeit mache, dass ich sowas nicht machen kann. Der liegt da bei dem Werbedreh in weißer, kuscheligster Bettwäsche, und schmiegt sich da hinein. Tag, ne? So ein Mann, weißt du, so ein fast 50-Jähriger, ich weiß nicht, wie alt er ist, so ein Mann liegt da, kuschelt sich in Bettwäsche, darüber steht Lenore, weil es so schön kuschelig ist oder keine Ahnung, ne? Und alles ist super geil. Ja, wie du sagst, wie ist der Drehtag? Der kuschelt 4 Stunden, dann ruft einer, so haben wir, dann gibt's Mittagessen, dann kuschelt er weiter, ne? Als würdest du so einen Welpen filmen die ganze Zeit. Dabei ist das einfach so ein Mann. Dürfen Männer nicht kuscheln? Sicher, aber ich dürfte es nicht, du übrigens auch nicht und Jakob auch nicht. Ja, aber das ist der Punkt, ich wollte gerade fragen, pass auf, weil es ist ja so, als gigantischer Konzern ist wahrscheinlich Procter & Gamble, ne? Irgend so ein weltumspannender Imperialist, ja. Da ist es ja so, du hast die Knete und du kannst erstmal, wenn du in Deutschland werben willst, kannst du ja jeden Promi dafür kaufen. Ist wen ja klar. Lassen so, wir kuscheln? Das heißt, du überlegst dir aus der Auswahl an Promis, wen lassen wir kuscheln? Mhm. Wie sieht also eine Promi-Karriere aus, dass du immer so reinlich und kuschelig aussiehst über die 10 Jahre in deiner eigentlichen TV-Karriere, das meine ich. Dass du in Frage kommst? Und warum kommst du nicht in Frage, Klaas? Weil ihm offenbar... Ich würde auch, muss ich sagen, lieber Joko kuscheln sehen als dich. Oh, Kuschel-Promis. Nach den Murmel-Promis haben wir eine neue Kategorie. Ich finde, Joko ist ein kuscheligerer weiße Bettentyp als du, Klaas. Ja. Er wäre mit dem Lebkuchen versorgt. Aber sei jetzt mal ehrlich. Weil du hast Schokoflecken im Bett. Ja, exakt. Sag mal ehrlich, wird er als hygienischer wahrgenommen als ich. Hygienischer. Doch schon sehr reinlich und da ist jetzt noch nicht so ein Joghurtfleck auf dem Pulli bei dem.
Ja, Joko ist so ein perfekter Typ, so wie aus so einem Stück Plastik. Nicht Joko, es geht aber um Guido Maria Kretschmer, oder? Ja. Um wen geht's? So, beide sind so gedacht, das wäre jetzt hier so eine Plattform, um so zu schwärmen über Joko. Nein, ist sie nicht. Nein, über wen reden wir jetzt? Also sind ja beide geeigneter als du. Ja. Beide wirken irgendwie nochmal so ein Mühe. Ja, irgendwie kommt dem die Gemütlichkeit aus den Augen. Wer ist kuscheliger? Hans Siegel, der Bergdoktor? Ja. Oder Jens Riewer? Nein, Hans Siegel ist kernig, kernig. Exakt, will ich drauf hinaus. Ist nicht so kuschelig, weil er eigentlich Jens Riewer ist auch slick. Genau, ich würde auch eher. Auch nicht kuschelig. Doch, ich finde, Jens Riewer ist in dem Vergleich, würde er eher in der Bettwäsche kuscheln als Hans Siegel, weil Hans Siegel hat noch dreckige Hände vom Holzhacken und würde die Laken damit dreckig machen. Paul Ribke oder Habe Kerkeling? Habe ist kuschelig. Ja, Habe ist fast verschmust. Auch wegen der Katzen und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Der hat auch keine Hände, der hat Pfoten. Ja. Harpe hat so Pfoten mit Krallen, die man ausfahren kann, ist aber vor allen Dingen sind das so schöne Pfoten. Verschmust. So, und gibt es, ja. Olli Schulz, Jan Böhmermann, wer ist der Kuschelpromi? Ja, Olli. Olli ist kuscheliger, ja. Olli ist kuschelig. Ja, aber dann sind wir ja einem auf der, also dann scheint es ja nicht daran zu liegen, dass jemand so möglichst perfekt ist. Ich will jetzt Olli nicht zu nahe treten, aber das ist ja anscheinend, ist ja ein, was ist ja, genug? Doch, also gegen Guido Maria Kretschmer hätte Olli auch keine Chance. Weißt du, also... Ja, nee, also Olli ist jetzt kein Typ für eine Waschmittelwerbung, ehrlich gesagt. Nee, nicht. Trotzdem ist er nicht jetzt. Nicht First Choice. Nicht First Choice, aber er ist kuschelig auf eine Art. Absolut kuscheliger Typ. Ja, ist auch einer, den habe ich auch schon ganz doll umarmt und. Genau, kann man bestimmt auch gut umarmen. Fühlt sich auch gut an. Ja. Den kann man gut umarmen. Ja, ja, aber erstmal Gratulation also an Guido Maria Kretschmer, kann man sagen, ne? Ja. Toll, klasse, super. Wollte ich nur so sagen. Ist das der beste Job der Welt? Das ist der beste Job der Welt. Und, für Millionen Kuscheln. Wenn jetzt da draußen irgendwo, weil den Produktbereich habe ich in meiner Verwertungskette. Nicht dabei. Ja. In der Firma Klaasdorfer Umlauf ist in der Abteilung noch nicht viel los. Also ja, du liebst Technik und so, das ist klar. Ich präsentiere sehr gute Technik. Auch gerne. Brause, genau. Dann Limonade. Brauchst du auch gerne. So, das mache ich auch und so. Aber jetzt im Bereich Waschmittel, also wenn irgendwer mit mir eine Waschmittelwerbung machen muss, wo ich wirklich nur praktisch auch so kuschelig im Bett liegen darf und dasselbe machen kann wie in dieser Werbung. Zeigt er auch so ein bisschen nackte Haut? Nee. Was also hat er an? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Aber das, weil du würdest auch nur im Pyjama machen, ne? Im Pyjama oder vielleicht ein weißes T-Shirt. Okay, aber Boxershorts? Nee. Das nicht. Das will man so Männerbeine willst du nicht sein. So ein Bademantel? Aber ein Bademantel, ein flauschiger Bademantel würde ich schon machen, ja. Und lässt dich auch so aufs Bett fallen dann? Es soll ja gar nicht so, ich würde, also guckst du ruhig nochmal an, also das ist dieses, die eigenen Beine aneinander reiben und dann so eine Kuscheligkeit fühlen. Das ist nicht sinnlich, oder? Ist nicht sinnlich. Überhaupt nicht sinnlich. Hätte nämlich nichts verloren. Nein, null Erotik. Gefühlt so eine Teetasse in der Hand. Da soll kein bisschen Sex oder Erotik rein. Es gibt ja viele Werbung, die mit Erotik werben. Es gibt aber Duschgel. Da passt es nicht. Zum Beispiel, wer das echte würde Erotik jetzt nicht passen. Den ersten ist immer noch hier. Ja. Das passt die Erotik nicht rein. Wir haben ja hier eine Abteilung, die Florida Reklame, und die würde das mit Klaas 1:1 sehr gut umsetzen. Ja, also man muss sich einfach nur machen das. Ich möchte aber, und das nochmal vorausgesagt, ich kann nichts dagegen tun, dass es vielleicht so aussieht. Mhm. Ich würde es aber ohne jegliche Ironie betreiben. Ja. Ich kann im Kontext meiner öffentlichen Person nichts dagegen tun, dass ich vielleicht missverstanden werde. Dass man es interpretiert. Ja, so. Aber muss das so ein Waschmittel sein? Oder können das jetzt auch irgendwie Süßigkeiten und du kuschelst dafür? Nein, ich möchte, das soll... Ach komm, das kann doch... Oder Schäber oder so mit zwei Katzen. Mach ich nicht, möchte ich alles nicht. Das soll Waschmittel sein. Okay. Außer das mit dem Fuchs, das stinkt. Okay, mir fallen die schon mal weg, ne? Hm. Schlau. Warum grenzt du uns so ein? Du kannst doch wirklich, du kuschelst da, machst das 1:1 wie der Kretschmer da und dann am Ende kommt... Es könnte jetzt auch nicht ein Hersteller zum Beispiel sein für Satin-Bettwäsche oder so. Oder so für Wir haben doch das Laken. Geld nicht, ich will doch in den Hauptwerbeblöcken will ich doch drin sein. Okay. Wenn ich Werbung mache, ich will doch nicht irgendwo bei, was weiß ich, bei Home and Garden TV um 10:45 laufen. Weißt du, mit so einem Spot, den der Chef noch selber dreht. Kein Bock. Aber wenn es jetzt für E-Bikes wäre und du kuschelst dafür, ist doch auch nix. Okay. Ich möchte für eine... Waschmittelmarke. Okay. Oder ich lasse mich überzeugen mit was anderem. Für andere Produkte. Wenn das Produkt auch sehr, sehr gut ist, natürlich. Das war das. Nein, vergessen. Sagen. Also ein sehr gutes Produkt muss das natürlich sein. Ganz gar nicht überzeugendes Produkt. So, das muss es sein. Ich bin ein, seid ihr, glaube ich, auch, wer ist von 1980 bis 85 geboren? Wie alt bist du nochmal?
Ich bin 86. 86, dann bist du gerade raus da. Und du bist 79. 79, dann bist du noch, ich glaube, ja, dann würde ich dich da nochmal mit reinnehmen. Willst du denn das in einem anderen Podcast machen, wo es besser passt, oder versuchst du es jetzt hinzukriegen? Nee, wir sind, ich habe gelesen, es gibt eine Unterkategorie der Millennials, ja. Oh. Der ich mit 1983 geboren angehöre, die geriatrischen Millennials. Was heißt das denn? Die ältesten Millennials, die es gibt. Die Geriatric Millennials. Warte mal, Schmidt ist kein Millennial? Nee, der ist drunter. Boomer. Nee, weiß ich nicht. Da bin ich drüber. Verwirrt. Was bist du denn, Schmidti? Also Boomer, das ist ja, glaube ich, also mittlerweile Baby ist ja Boomer ist alles über 30. Ja, so. Ja. Nein, das ist was anderes. Aber es ist interessant, weil das sind die, die praktisch ohne Internet groß werden mussten, aber so früh das bekommen haben, dass sie es noch einigermaßen gut kapieren. Gut, das trifft auf uns alle zu. Ja, ja, genau. Wir haben eine Jugend, Kinder komplett ohne Internet. Referat haben wir noch im Duden. So, du hast, genau, du hattest nie Internet, musst irgendwie so mehr oder weniger deine Ausbildung zum Mensch ohne Internet, ohne diesen ganzen Krimskrams. Dann irgendwann kam das und man hat, der eine mehr, der andere weniger, ein fast schon Digital-Native-artiges Verständnis für die Technik und für den Umgang damit. Weil man noch jung genug war, um ein richtiges Interesse zu haben. Ja. So ist es. Und das sind die geriatrischen Millennials, die das können. Und deswegen sind die für die Berufswelt so gut, weil die das zusammenbringen können. Ja, genau. Weil die früher noch mit dem Stift die Kassetten aufgedreht haben. Ja. Noch schön noch gehofft haben auf Minidisc. Ja, war ich dabei auch. Ja? Hab ich 500 Euro gekostet. Opa, eine Minidisc. Ja. Displayer, sehr gut. Ich hatte was, da konntest du, war wirklich Minidisc und du konntest auf die Minidisc MP3s speichern. Ja, hatte ich auch. Und pass auf, zur gleichen Zeit kam aber der erste MP3-Player drauf. Aber ich habe auf das aus meiner Sicht zukunftsträchtigere Modell gesetzt. Verrückt, dass wir auch so alles mitgemacht haben wie VHS. Dann kam die DVD, dann kam die Blu-ray. Jetzt sind wir bei Ultra HD. Kein Mensch hat mehr DVDs im Schrank. Ja. Oder was macht man eigentlich mit denen, diesen ganzen DVDs? Ja, alle weg. Habt ihr noch welche zu Hause? In der Kiste und offen, also in Berlin stellen wir alles immer auf die Straße. Aber wer nimmt sich das dann? Müllabfuhr. Ach so. Aber es spielt auch keiner mehr ab wahrscheinlich, ne? Also es gibt vielleicht noch so ein paar Nostalgiker, aber man sagt ja nicht, guck mal, hier sind noch ein paar Kratzer drauf, die sieht man, toll. Ja, ja. Ja, also das ist ja nicht wie nicht bei einer alten Platte oder so, die gehen dann halt irgendwann nicht mehr, ne? Also niemand, vielleicht gibt es noch Leute, die so Gefühle kriegen, wenn dieses DVD-Menü, wie viele Nächte hat man vorm laufenden DVD-Player-Menü verbracht, wo dann immer dieses DVD-Zeichen so von einer Ecke in die andere gegangen ist und dann kam immer, oder im Menü der DVD, wo dann immer alle 3 Sekunden das Lied von vorne losging, dieses praktisch das die Musik des Menüs, wo man dann die Sprache auswählen konnte und ob man noch Behind the Scenes oder direkt den Film. Und das ging immer wieder von vorne. Das hat man in seinen Traum eingebaut und ist verrückt geworden, nachts um 4 aufgewacht. Ja, es gäbe ganz viele Paare nicht, wenn es den sogenannten DVD-Abend nicht gäbe, ne? Ja, also würde keine Beziehung, also ganze Generationen wären nie geboren worden, wenn nicht irgendwer mal gesagt hätte, ja, wir können ja mal bei dir einen DVD-Abend machen. Naja, aber jetzt, das Problem ist ja, dass man jetzt Gefahr läuft, dass man eigentlich irgendwie sich, keine Ahnung, mal allein sein will zu Hause, ja, und deswegen sagt, wir machen jetzt hier so ein Dings, ne, und dann bestellt man da jemanden ein und dann für DVD-Abend? Ja, und dann merkt man aber, dann guckt man sowas super Spannendes auf Netflix und will und denkt, man will eigentlich lieber weitergucken. Ja, und guckt noch eine Folge, und irgendwann ist 5 Uhr. Weißt du, wenn man das so kennt und denkt, ach scheiße, war das die... Das war ein Date, scheiße. Ja, oh, aber wir haben 2 Staffeln von so und so geguckt. Nichts geredet und keine Ahnung. Und tschüss. Ja. Irgendwann ist man müde. Aber was ist denn, ich meine, wir sind da alle keine Experten mehr. Also was sagt man wahrscheinlich heute, wenn man sowas, was praktisch in unserem Alter der DVD, also was sagt man denn heute, was schiebt man heute zur Anbahnung Netflix mit Personen? And chill. Sagt man das? Das schiebt man davor? Ich glaube schon. Oh Gott, ey, wir klingen wie Lanz und Precht, Alter. Das ist viel zu schlau. Die haben auch gesagt, die junge Generation. Da haben sie es noch kurz gemerkt so und haben es noch kurz einmal so. Hat die Lanz, sind doch auch noch jung und knackig. Ja, sehen doch fantastisch aus, die beiden. Aber ich finde auch sehr gut, wie abrupt Lanz, weil der so geübt ist, Gespräche abzuwürgen. Ne? Wir machen uns ja manchmal ein Theater hier, ne, mit, ist jetzt vorbei der Podcast oder nicht, und dann geht es noch 10 Minuten. Ne? und er ist total geübt darin, Gespräche zu beenden, weil der das natürlich kennt aus seiner Sendung. Ne? Da weiß er genau, noch 1 Minute muss er sein Maul halten, dann kommt der mit dem Unimog durch Afrika gefahren ist und dann soll der erzählen. Ne? Ja. Und dann ist ja noch hinten auf der Leinwand noch Söder. Und
Das heißt, er weiß genau, wie man das macht. Und er hat so eine ganz unemotionale Art, die Gespräche dann abzubremsen. Danke, Ende. Echt, also wirklich. Der sagt, also sagt noch einmal sowas, der ist ja nun ein freundlicher Mensch und so. Aber er sagte eigentlich, in der letzten Ausgabe hat er ganz am Ende gesagt, ciao, 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 ciao. Hat also ganz oft hintereinander ciao, unironisch? Ciao, ciao, ciao. Ja, unironisch, hat ciao, 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 ciao gesagt. Können wir das hier einblenden? Ja. Komm, das gehört. Also das war die Verabschiedung von Markus Lanz bei Lanz und Precht. Ja, ich ciao, gehe auf. Tschüss, tschüss, Markus. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Richard, danke dir. Ciao, danke dir. Ciao, ja, ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Das war das Ciao, ciao, ciao. Und direkt danach heißt es Tschüss bis nächste Woche, ne? Und Precht mehr oder weniger Tschüss. Ja, kam gar nichts mehr. Ciao, ja, ciao. Tschüss. Was machst du, Schmitty? Ist das vorbei? Ist nicht vorbei. So wolltest du jetzt hier den Abgang proben, oder was? Wenn der Lanz befiehlt, folge ich. Okay. Du bleibst hier schön sitzen, Schmitty. Ja, wir haben nämlich noch was vor. Wir haben noch was vor. Es gibt ja sowas wie demokratische Prozesse auch, oder? Hä? Naja, also wenn das Volk etwas verlangt, also ich weiß nicht, Klaas, also man kann dann natürlich sich verhalten wie Gaddafi und man guckt so lange weg, bis man irgendwie in der Kanalisation sitzt, ne? Und da irgendwie sein letztes Fürzerle tut, oder? Man hört, also man packt so ein bisschen wie so ein Trudeau oder so. Man hat einfach sein Ohr an der Schiene des Volkes und man hört den Zug kommen und man stellt das Gleis wohlweislich in die richtige Richtung. Mhm. Was willst du sein? Also, es geht darum, dass ihr, was wollt ihr machen? Was ist los? Also was? Ja, das ist, glaube ich, jetzt erstmal eine Grundsatzfrage. So, willst du Gaddafi sein oder Trudeau? Es gibt keine andere Auswahlmöglichkeit. Was soll das? Ich höre nur ein bisschen Musik. Was ist das für ein Lied? Mann, das ist Musik vom Sommers der Stars. Ah, das kostet direkt Geld. Das kostet doch nicht Geld. Kannst du nicht einspielen. Dein Nächster, das kostet nicht 5 Geld. 5 Euro. Nein, das zahle ich nicht für. Geh mal, Klaas, jetzt hört's aber auf, ey. Also, es ist so, wir haben uns, das muss man ja auch fairerweise sagen, hier zu dritt darauf geeinigt, dass, also du hast dich mit uns darauf geeinigt, so ist die Formulierung, du hast dich mit uns darauf geeinigt, dass wir keine andere Wahl haben, als bei dieser Einigung zu bleiben, dass wir dir für 4 Minuten Gespräch über das Sommerhaus der Stars 37 Euro in dein Portemonnaie packen. So ist es. Mach nicht so, als wäre das normal, Jakob. Also das ist ja jetzt schon eine Akzeptanz, indem du das einfach so wie eine Spielregel erklärst. Ne? Ich habe viel Dank erhalten von vielen Leuten, dass also wenigstens mal, wenn man es denn schon ertragen muss, man irgendwie das Gefühl hat, die Bürde ordnet es ein. Oh, sind das schleimige Arschlöcher. Ja, aber das ist wirklich, das haben wir ja schon mal das Thema, aber es ist wirklich, hier sieht man, wie das Internet funktioniert. Okay, natürlich immer. Thomas Schmidt. Zuhörer, bitte, Arschlöcher. Bitte, bitte, was über Sommerhaus der Stars, der Klaas soll sein Maul halten. Und bei dir kommen natürlich die Leute, die sagen, ja, die sollen in ihrem Schmuddelshow, die sollen dich in Ruhe lassen. Und das ist ja klar, ich bin so nämlich auch schlau, genau wie du, du prominenter Du. Vielleicht können wir uns mal zum Kaffee treffen demnächst. Ja. Wir haben nämlich eine Gemeinsamkeit, wir beide hassen Trash-TV. Meinst du die Arschlöcher? Ja. Die hier zuhören? Ja, soll ich es nochmal schreiben? Arschlöcher. Können wir da nochmal, bitte pfeif einmal so, weil ich da schon so einen Hall drauflegen. So ein bisschen Bass rein, ein bisschen gepitcht, langsamer und einen leichten Hall. Arschlöcher. So, also jetzt kommen wir, jetzt lass nicht lange drum rumreden, das wird ja auch nicht sympathischer für euch zwei. Wollt ihr drüber reden, ja, habt ihr Geld? Ja. Also ich wollte erstmal fragen, ob auch in Zukunft für die nächsten Wochen, weil es läuft ja noch ein bisschen, ob du dir so ein Kreditkartenlesegerät kaufen könntest. Ja. Weil ich habe immer kein Bargeld, ich habe aber die Visa-Card dabei. Ja. Wäre es okay? Also könnt ihr machen, ja. Aber Jakob, steck die wieder ein. Brauchen wir nämlich diese Woche nicht. Nämlich RTL. Mein RTL hat die Zeichen der Zeit erkannt. Ja, liebe Grüße nach Köln. Gehört nämlich nicht zu den Arschlöchern. Richtig. Und hat uns in einem Briefumschlag 37 Euro geschickt, ja, damit wir dir die geben können und 4 Minuten über das Sommerhaus der Stars reden. Ja, und da erinnern wir uns nochmal an mein Ausrollen der Regeln vom letzten Mal, wenn der Bertelsmann... Wenn Bertelsmann persönlich kommt, das ist ja nun RTL, dann gelten da andere Preise, beziehungsweise das ist noch gar nicht verhandelt, also ist aktuell nicht möglich. Die also immer, können, wenn wir bei können ihre Blutdiamanten behalten. Wenn wir bei Late Night Berlin einfach Ausschnitte von RTL zeigen, dann ist es so, da müssen wir pro Minute
Beim ersten Mal mussten wir 2.000 Euro zahlen. Ja. Dann beim zweiten Mal 4.000 Euro. Mhm. Mittlerweile sind wir bei 8.000 Euro. Deswegen ist es so, dass ich als Verantwortlicher das nicht mehr machen kann, weil es einfach zu teuer ist. Vielleicht machen wir es dann so umgekehrt. Also, wie auch immer, das Geld kommt von euch. Ich will auch nicht, mich nervt es jetzt schon. Wie willst Geld. Du keine, ist es so eine keine Konzerne-Policy oder was? Ich erkläre doch die Regeln nicht, die sind da. Das ist doch voll nett von RTL, dass ja, die uns das schicken. Ja, ProSieben hat uns kein Geld geschickt. Ja, weil, damit um über das Sommerhaus der Stars zu reden. Ja, denn die können uns ja auch mal Geld schicken, damit wir über das Phantom reden. Ihr könnt mich wirklich, also, entweder ihr zahlt mir jetzt persönlich das es Geld, gibt Hörer liegt hier auf dem Tisch. Es gibt Hörer, die haben einfach so Geld gespendet, okay, damit wir darüber reden. Gut, das war Baywatch Berlin für diese Woche. Danke, Ende. Jetzt hören wir mal. Also ja, wäre nicht schlecht als Ende, ne? Jetzt wird geblecht. Schmidi, du hast letzte Woche bezahlt. Ja, ich habe letzte Woche. Aber ich würde diese Woche bezahlen. Ja, ist ja kein, also nimm das Geld von RTL. Ja, wie wir das, also Schmidi, wie wir das intern verrechnen, ja, ist ja nochmal eine andere Frage. Hier ist das Geld. Ich gehe dem nach und gut, Dankeschön. Okay, so, wartet. Das letzte Mal war ich ein bisschen unglücklich, ne? Also ja, unglücklich, dass ich 37 Euro verloren habe, das eine. Und zum anderen aber auch durch den Zeitdruck, den man da hatte. Also wie will man denn so ein Riesenprojekt wie das Sommerhaus der Stars ja, in 4 Minuten worüber es so das viel ist zu ja sagen nicht zu machen, ja, ja. Und dann haben wir halt im Grunde angefangen da so, okay, das gibt es dieses Jahr wieder, Kampf der Reality Stars war so und jetzt so und auf einmal war die Zeit schon rum. Ja. War ich völlig unzufrieden. Ja. Ich und durfte gar nichts sagen. Du durftest nein, gar nichts sagen. So. Und jetzt haben wir auch gleichzeitig also schon wieder den Druck und ich habe mir überlegt, klar, ist mit dem hin? Daumen schon an der Stoppuhr. Ja. Genau. Und weil ich das weiß und aber ein paar Sachen unterbringen will, ja, damit man da keinen Zweifel hat, wie wir dazu denken, habe ich mir da mal ein paar Gedanken gemacht und das niedergeschrieben. Und ich werde das jetzt so. Das verliest du jetzt oder wie? Ich werde das jetzt einfach genial, verlesen. Sehr gut. Ohne Emotionen. Ich werde das einfach verlesen. Ist das getimed auf 4 Minuten? Ich weiß nicht. Falls da noch was überbleibt, musst du sofort übernehmen und dann erzählst genau, du das mit was den handwerklichen Schwächen. Was ich zu kritisieren habe. Handwerkliche genau, Schwächen. Genau. Okay, hier geht es so jetzt eher es, um die psychische ja, Komponente. Fällt das schnell aus. Er drückt schon. Und die Zeit läuft ab. Jetzt. Disclaimer. Die folgenden Aussagen über das Sommerhaus der Stars 2021 sind als persönliche Meinung zu verstehen und sind nicht zwingend die Meinung von Florida TV, ProSieben, Baywatch Berlin und seiner Mitarbeiterin. Für den Inhalt der kommenden Minuten ist ausschließlich Thomas Schmidt. Folgen Sie bitte auf Instagram oder auf Twitter unter dem Pseudonym Hank from Hell verantwortlich. Punkt A. Das Sommerhaus der Stars ist sehr gut. In den bisherigen gesehenen 7 Folgen gab es schon einige Highlights wie die Szene, in der Ex-Viva-Moderator Mola sehr fragwürdig vor versammelter Promi-Truppe über seine Freundin lustig gemacht hat, ihren Gang nachmacht und sich dabei eine Beinverletzung zuzieht. So sollte Trash-TV sein. Die Ausstellung kleiner Unzulänglichkeiten und charakterlicher Schwächephasen, die im selben Moment noch eine Katharsis durchläuft und bestraft wird. Wir erkennen uns wieder in kleinen Macken, sehen unsere Schwächen in einem Promi gespiegelt und lachen darüber, wie anstrengend, nervig oder lächerlich wir alle uns durchs Leben schlagen. Unsere Unzulänglichkeiten, Unsicherheiten und Ängste resultieren in unsympathischen Arroganzanfällen, Lästereien und irrationalen Emotionen. Das alles ist menschlich und exquisites Trash-TV-Futter, das Sommerhaus der Stars auch in dieser Staffel wieder zu bieten hat. Allerdings gibt es da auch den Kandidaten Mike, dessen ultra-toxisches Verhalten in seiner Ehe mit Michelle in keinster Weise akzeptabel ist und man merkt, wie dünn das Eis ist, auf dem Reality-Formate wandeln. Ja, das manche Verhalten von Mike hat Unterhaltungspotenzial. Etwa wenn er wie Gollum in der Ecke sitzt, Kippen treten, mit finsterem Blick alles in jeden Fall. Flucht. Wenn er die Show so ernst nimmt, dass es herrlich quatschige Motivationssätze vor sich hin murmelt. Sätze wie, wenn dich mental alles fickt, dann kannst du deine Leistung nicht abrufen. Esoterik-Elfe Jana Palaschke ist für ihn der Teufel persönlich, was er mit einem niederschmetternden Urteil über ihre Kaufgewohnheiten zum Ausdruck bringt. Zitat, das ist so eine, die geht in den Bioladen. Eklig, widerlich, pfui. Harte aus, Ansage. Allerdings muss man auch kritisieren, dass RTL die gesamte Staffel des diesjährigen Sommerhauses um eine Beziehung strickt, in der ein manischer Narzisst seiner Frau befiehlt, mit wem sie reden und was sie anziehen darf, der sie wie sein Eigentum behandelt, ihr den Mund verbietet, sie beschimpft, an ihr klammert und sie vom Rest der Truppe ausschließt. Als Zuschauer fiktionalisiert man diese menschliche Dramen und hofft wie in einem Hollywood-Film, dass die offensichtlich leidende Ehefrau irgendwann ihre Ketten sprengt, sich aus seiner emotionalen Geiselhaft befreit und am Ende in seinem Cabrio in den Sonnenuntergang fährt. Allerdings ist das, was wir da sehen, keine Fiktion, ist eben nicht nur das Spiel, von dem alle Promis im Sommerhaus immer faseln, sondern höchst problematische Verhaltensweisen zur besten Sendezeit. Wenn man dann noch liest, dass sich Michelle nach der Show nicht getrennt hat, wenn man liest, dass Mike in seiner Kindheit traumatische Erfahrungen rund um den Verlust seiner Mutter gemacht hat und sich gerüchteweise nach der Show in
psychische Behandlung geben musste, ist die Frage berechtigt, was offensichtlich psychisch Kranke in einer TV-Show zu suchen haben, ob man diese krankhaften Muster beim Casting der Kandidaten übersehen oder einkalkuliert hat und ob man im weiteren Verlauf dieses Verhalten auch noch zum dramaturgischen Motor der gesamten Staffel machen muss. Warum schaue ich trotzdem weiter? Weil es eben auch die guten Momente gibt. Eine überraschend intelligente und sympathische Jana Palaschke, die sich für die Teilnahme an der Show, die ja nur aus Paaren besteht, kurzerhand einen herrlich verhuschten Freund von einer Slackline gecastet hat, die Toxic Mike mit seinem Verhalten konfrontiert, ihm Grenzen aufzeigt und damit überrascht, dass sie zwischen all den Yoga-Übungen und Esoterikanfällen auch noch einen Blick für die echte Welt um sie herum hat. Meine persönliche Siegerin der Herzen. Große Diskussionen gab es auch um das Goodbye Deutschland-Ehepaar Steff und Pecky, die Profis nicht nur aus der Vox-Serie Goodbye Deutschland kennen, sondern sich auch an Steffs Auftritte bei Kampf der Reality-Stars erinnern. In beiden Shows folgt er dem gleichen Muster. Er stürmt in die Show, legt übelste Macho-Attitüden an den Tag, inszeniert sich als Sexist und Sexschweinchen. Und gerade wenn sich der Zuschauer fragt, wie seine Pecky diese Ehe seit über 20 Jahren aushält, wird ihm seine Rolle zu anstrengend und er wird wieder zum Teil eines Paares, das irgendwie ihren Weg gefunden hat und erstaunlich partnerschaftlich durchs Leben geht. Meine Theorie, Steff hat sich eine provokante Rolle vorgenommen, will provozieren und polarisieren, vergisst sein Vorhaben aber nach 24 Stunden und wird vom kranken Macho-Schwein zu dem verlässlichen Ehepartner, den man aus Goodbye Deutschland kennt. Steff und Pecky scheinen mit sich im Reinen, haben gelernt, mit ihren Macken umzugehen, die man sicher nicht gutheißen muss, aber im Vergleich zu Mike und Michelle zeigen, wo die Grenzen in einer Partnerschaft und im Trash-TV verlaufen. 3 Minuten, 58 Sekunden, 23 Sekunden. Ich will nur noch sagen, sehr gut, Schmitty. Jetzt sind wir bei 3 Minuten 59, also kompakter. Ich bin zufrieden. Kann man das nicht machen? Wie so einer, der sich vor Gericht selbst verteidigt. Ted Bundy. Ich habe mir wirklich vorgenommen, wie Mark Zuckerberg, als er da vor dem Kongress aus. Wie eine Maschine. Das hast du sehr gut gemacht, ja, das muss ich auch sagen. Sehr, sehr ich glaube, man täte gut daran, diesen dann doch, ich sage mal, hektisch vorgetragenen Vortrag, sich wirklich nochmal in Einzelheiten auseinanderzunehmen. Man kann ja bei seinem Podcast-Abspielportal seiner Wahl einfach auf 0,5 stellen. Ja. Ne? Ich glaube, das wäre hier ganz gut. Weil in der Geschwindigkeit genießen, die angemessen wäre, nicht natürlich die Zeit, die du zur Verfügung stellst. Klar, ja. Ne? Es ändert nichts daran, dass das hier Geld kostet und vielen Dank nochmal für die 37 Euro. Dennoch muss ich sagen, stecken da einige Gedanken drin, die weit über das Kommentieren von irgendwelchem Scheiß da hinausgingen. Und das, ja. Kriegen wir das Geld zurück? Nein, auf keinen Fall. Ich saß abends und habe das noch aufgeschrieben. Ja, du, tut mir leid, aber meinst du, selbst beim Sommerhaus, da sitzt auch einer nachts und schneidet das noch alles. Was glaubst du denn? Ich bin richtig stolz auf meinen Schmitty. Weißt du warum, Schmitty? Weil ich fühle mich jetzt sogar feiner, dass ich das anschaue. Praktisch geadelt durch deine feinen Gedanken komme ich mir jetzt vor wie ein feiner Professor, der das guckt und nicht einfach wie jemand, der sich da so am Unglück anderer labt. Das, ja, das macht man aber auch, ehrlicherweise. Ja. Ja. Also ich kann jetzt nichts mehr reden. Tja, so ist das, ne? Das ist so. Für das seichte Geplauder werden wir eingeschaltet. Das ist ja auch in Ordnung. Da wollen wir uns auch nicht drüber beschweren, aber manchmal ist es schon ganz gut, wenn man sich an dem ein oder anderen Substanziellen dann doch entlanghangelt. Mhm. Und wir haben hier was ganz Neues uns ausgedacht bei Baywatch Berlin. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist. Wir haben jetzt angefangen damit, Dinge, die wir ankündigen, umzusetzen in die sogenannte Tat. Wann ist das denn passiert? Naja, pass auf. Wir haben dir versprochen, dass du eine Passkontrolle kriegst, weil dir ja deine durchgerutscht ist da auf dem Weg nach Dänemark. Also haben wir dich einmal durchkontrolliert und du bist ganz glücklich hier vom Hof gefahren. Das kann man jetzt mal auch in der Nachschau nochmal berichten. Kann man auch nochmal nachhören, wenn man will, in der letzten Folge. Genau, so. Ja. Und wir wollen, weil das ganz viele Leute wirklich zum Ausflippen gebracht hat, vor Glück, dass vor wir allen wirklich Dingen das euch gemacht haben. Ja. Wollen wir uns der Idee treu bleiben, Dinge, die angekündigt waren, auch wirklich zu tun. Weil so kann man sich auf was freuen und nun kommt es auch. Wir hatten hier, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, eine kleine Auseinandersetzung. Thomas, warum auch immer, kriegt einen totalen Superanfall, wenn man nur das Wort Mikroexpression, Hypnose. Da kriegt er seine 5 Minuten, seine berühmten. Den Rappel, den kriege ich, wenn man geframed wird, Klaas. Ich habe nämlich gerade das Gefühl, es geht wieder in so eine Richtung. Willst du jetzt Harry Potter nachspielen? Sollen wir so ein Hörspiel machen? Thomas glaubt nicht an Hypnose. Ich wollte nur kurz erklären, Thomas, was passiert ist. Unser glaubt nicht an bestimmte Hinweise im körperlichen Bereich auf bestimmte Dinge. Du glaubst nicht an Zauberei. Du glaubst nicht an UFOs.
Genau, das sind alles Dinge. Und ist das jetzt geframed oder glaubst du da wirklich nicht dran? Das ist ein bisschen übertrieben. Oder glaubst du da dran? Glaubst du an Hypnose? Nee, also über UFOs will ich nicht mal mehr anfangen. Ja. Hypnose habe ich meinen Zweifel. Gerade wenn es in so einen Bereich geht von wegen, ach komm, wir machen die OP mit einer Hypnose. Und auch so in der Hände verzaubern. Also was mich ja zur Weißglut gebracht hat, dass ihr dann wirklich, ich schätze jeden Mentalisten auf dieser Welt als guten Entertainer. Ich lasse mich da auch gerne verzaubern durch clevere Tricks. Aber ihr habt ja angefangen so zu sagen, ja, dann sieht der da die links auf der Stirn wieder eine Schweißperle. Und dass das der Trick sein könnte, ist ausgeschlossen. Das ist dann kein Trick. Ihr macht so, als wäre das so ein Guru dann, der irgendwie durch Handauflegen dann merkt, wie ist eine, also könntest du denken, dass das vielleicht eine Technik ist, die erlernbar ist? Mikroexpressionen zu deuten. Ja, als Trick erlernbar, die irgendeinem Freund noch eine Karte unterzuschieben und was so. Was faselst du denn? Also ist es, ich wollte nur auf die Frage nochmal eine Antwort haben. Glaubst du, dass die Fertigkeit, Mikroexpressionen zu deuten und mehr im Gesicht zu lesen, als der Mensch, der da interpretiert wird, zugeben möchte, glaubst du, dass das möglich ist? Übrigens auch das, was den Mentalisten vom Zauberer unterscheidet. So. Ist also ja keiner, der hat ja nicht jetzt zwei Reagenzgläser, macht Pumm und dann sitzt ein Hase. Ja. So ist das ja nicht gemeint. Ja, das ist, ja, also ich glaube dran, dass man durchaus natürlich merkt, wenn irgendjemand lügt. Wenn jemand im Büro mich anlügt, dann habe ich schon so ein Gefühl. Dann kriege ich, ob das jetzt am Augenlid liegt oder an den Schweißperlen oder sonstiges. Weil du intuitiv vermutlich seine Mikroexpression irgendwie deutest. Das sind dann Makroexpressionen, die er dann... Also dich muss man ganz plump anlügen, aber es gibt ja auch Leute, die können ein bisschen tiefer schauen. Ja, und ich glaube, irgendwo hört es auf, nämlich dann zu erraten anhand deines Augenlides, wie deine Kontonummer heißt. Da sage ich... Aha. Im Leben nicht. So, okay, alles klar. Jetzt haben wir doch hier schön eine Grenze markiert. Das ist einfach für die Leute interessant, wo du stehst. Geht nicht, sagt er. Da muss ich dich nicht framen. Da muss ich einfach nur mal alle ins Boot holen und sagen, so ist es. Da sind die Unterschiede. Machen wir jetzt ein Hörspiel, wo wir so tun, als wäre das alles echt. Also, Schmitti, ein Hörspiel. Wo sind wir denn hier? Im Kindergarten oder was? Wir haben jetzt hier einen Überraschungsgast. Du hast dir vielleicht schon überlegt, warum da so ein weggeschobenes Mikro noch in der Ecke steht. Das ist nicht etwa übergeblieben beim Aufbau, sondern das kann man, Henning, schiebst das einmal bitte rüber. So, schieb das einmal so an den Tisch ran, genau. Jetzt, hier ist ja noch ein Stuhl. So, und jetzt haben wir nämlich noch einen Gast und den hole ich, ich hoffe, dass er jetzt schon draußen ist. Warte mal. So. Hier mal, kommst du mal rein? Ach. Ja. Guck mal. Hallihallo. Ihr blöden Wichser. Setz dich mal bitte einmal hin. Dankeschön. Ja. Sag mal, Schmidt, du kannst deinen Gast doch nicht mit ihr blöden Wichser begrüßen. Ja, Schmidt, darf ich mit dir aufsitzen? Ja, setz dir das mal auf. Also wenn man wenn man jemanden in der dritten Person anspricht, also zum Beispiel einen König, aber findet, dass der König ein Wichser ist, dann sagt man, ihr blöden Wichser, wenn nur einer reinkommt. Ja. So, jetzt war das aber schon ganz schön viel Baywatch bis hierhin, finde ich. Und jetzt bist du nun mal da und wir wollen jetzt ja auch nicht, dass du hier in einer Minute alles abfackeln musst, deinen ganzen Zauberkasten hier hektisch aufreißt, sondern wir wollen das ja genießen. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir machen ausnahmsweise eine Sonderfolge Baywatch Berlin. Die kommt dann, weiß ich nicht, morgen oder so? Oh Leute, ey. Ja, Samstag. Samstag kommt die. Ja. Und da kann man sich dann in einer Sonderfolge anhören, wie... der große Schmittolino verzaubert wird. Was habt ihr vor? Ey? Ja, ihr. Timon, der macht das jetzt und wir stufen uns zurück zum Publikum und werden einfach nur sehen und genießen. Und Schmidt ist vielleicht am Ende dieses Tages eine Ente. Wer weiß. Ciao, ciao, ciao. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.